So, und damit hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Forza Horizon 3 Hot Wheels. Heute natürlich wie immer mit dabei der gute Kai. Hallo. Hallo, und wir machen heute jetzt die A-Klasse-Rennen. Er fährt einen RS3 und ich fahre jetzt den Hot Wheels Bone Shaker. Weil der schon nicht schlecht aussieht, muss ich sagen. Auch mit netten 8 Auspuffrohren. Und ich meine, die Optik ist halt. Danke, Subaru fürs Rammen. Ey! Wieso rammen die mich alle? Das war gemein. Schon ein nettes Teil. Ich Haben würde Angst vor sagen, dir. nicht lang schnacken, direkt mal anfangen. Heute beginnen wir Ja, ich mal mit komme der ja auch noch. Löffelliste. Alter, die haben mich alle. Was haben die gegen mich? Du bist brutal, ey. Der hat nur 6 Gänge. Die nur. Ach, da habe ich ja mehr. Wow, 7. Ich glaube, das wäre nochmal cooler, ja. So, dafür ist es ist ja auch Ja. einfach. Könnten wir auch beim ersten Versuch theoretisch schaffen. Aber nur in der Nicht Theorie. wie beim letzten Mal. Mini Cooper, oh, bin ich auch gar nicht gefahren, den neuen. Den Hyperloop. Okay, das klingt ziemlich groß. Und nach Looping? You don't say. Ich glaube, ich weiß, welcher das ist. Ich hoffe, dass der das ist. Gern zum Ziel fahren. Gott, Alter, Ist schon Musik, der ja. Radiosender ist ja auch perfekt, Naja. ne? Okay, doch nicht der, den ich dachte. Okay. Ja. Fast gut geklappt. Fast. Sound von Mini ist geil. Das sieht halt an wie die A-Klasse. Bisschen heller. Ja. Okay, das Vollgas bestimmt nicht. Natürlich. Natürlich, du verkackst es wieder, ne? Gut. Alter. Getriebe freut Aua. sich, ne? Du lässt ein paar Funken fliegen, habe ich gehört. Aua, 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 aua. Und nochmal direkt einen hinterher. Aua. Haben wir knapp geschafft, würde Die ich sagen. war tatsächlich leicht. Alter, die KI, ne? Wie die rumfliegt. Auf dem Felsen, alles klar. Okay, ich überschlag mich wieder. Alter. So. Gibt natürlich nur eine Medaille. War ja auch einfach. Und schwer ist auch nicht leicht. Ja. Da fahren wir jetzt ein Rennen, würde ich sagen. Du darfst auch aussuchen, welche ist. Ich darf auch suchen. Ja. Ich weiß nicht, nämlich, ob du das dann auch starten kannst. Ich gucke mal. Ich würde sagen, wir nehmen hier oben rechts Ozeangischt, Rundstrecke. Das hier. Ja. Wir fahren hin. Komm. Ist nicht weit. Komm, die Grip. Schön in der Nacht, es regnet. Juhu. Bis euch, warm Junge. Und tschüss. Aua, ey, was rammt er mich? Ey! Ja, gut. Okay, die KI ist nicht besser geworden, hab mich noch gewundert. Dann ist hier überhaupt irgendwie so, was ich, dass man, was ich links fährt und die KI rechts, oder? Sind das normale Straßen, dass die auch so fährt, oder fährt das jeder so, Ich wie er denke will? schon. Ich Also, ich denke denke schon, sowieso, jeder weil geht, wie ich. er will, auch die KI. Ich meine, sieht so ein bisschen so aus wie die eingezeichnete Straße hier mit den Lichtern. Rechts, links. Blitzer. Und Boah, ein Alter, Blitzer rast. 131 km/h, ich alter Raser. Und wie viele Sterne? Ein. Oder halt Medaillen. So, hier sind wir auch schon. Oh Gott. Die Ozeangischt. Ich glaube, diese Map könnte richtig geil zum Driften werden. Also nichts für mich.
Ah, das schaffst du auch schon. Ich war schon in mehreren Folgen hier gedriftet im Let's Play, aber bin meistens relativ gut gescheitert. Ich meine, so ein bisschen, der ging immer, aber wenn es keine hunderte Meter lang Drifts oder so, habe ich jetzt nichts gerissen. Wurde ja 100 Ja, Meter von gut. der Straße abgekommen und gegen Baum gefahren. Das kann hinkommen. Ich bin halt eher so der Typ, der halt normal fahren will, so auf Rundenzeit, so auf der Straße fahren. Ja gut, Driften im Offroad wird schwierig. Aber nicht unmöglich. Richtig. Oh Gott, ein Denn, wie Alfa du Romeo weißt, 33 nichts ist Stradale. unmöglich. Toyota. Ein So. Ein Tesla, auch wie süß. Kriegt man einen zweiten geschalten. Okay, Looping direkt mal. Gefällt mir persönlich natürlich. Alter, what the fuck. Gut, der Audi ist definitiv besser als der Toyota der vorherigen Folge. Aua. Das war, glaube ich, auch nicht schwer, ne? Abgeschlossen. Aber du musst ja für zwei Dinger das Rennen immer gewinnen, ne? Da reicht aber die Teamleistung, also mehr Punkte als das andere Team. Ey, ich hatte Rahmen. Boah, das Getriebe freut sich wieder. Ich habe 5 Gänge. Oh nein, oh, okay. Oh. Auch so ein kleines Getriebeproblem. Das will ich nicht mehr bei 250. Ah, das ist blöd. Ich hab 6 Gänge. Ja, gut. Diesen Bereich hier finde ich richtig cool. Ist auch so ein bisschen mal wie in GTA, ne? Schon, ja. Und halt ohne Waffen, was ich auch gut finde. Und ohne hier, weiß ich, Windschatten und aufholen. Ja. Oh Gott im Himmel. Hier wird der richtige Skill benötigt. Das war ja aber bei mir falsch. Ich dachte, jetzt kommt, dafür stehe ich mit meinem Namen. Nee. Er ist doch nicht hip. Ist ja voll hip hier. Aber ich finde die Strecken ist jetzt schon ziemlich geil. Oh ja. Dann halt auch sehr viel Vollgas fahren, aber ist halt Hot Wheels. Alter, die Autos haben relativ viel Grip, aber... Ich halt mal ein Fahrer. Mit zwei Ründchen. Und die Runde ist auch relativ lang. Also die Rennen sind hier, glaube ich, ein bisschen länger als im normalen Spiel. Ja. Mehr finde ich jetzt nicht schlimm. Ich glaube, dafür gibt es dann aber auch insgesamt... Ja gut, es macht Sinn, weniger. Oh, ja, ich mache erstmal einen Abgang. Tschüss. Ich hab's da gesehen. War noch nicht so nett, aber der nächste ist, glaube ich, nett. Der Sound ist geil vom Bone Shaker. So ein richtig fetter V8 Sound. Mein Sound ist auch geil. Sechsen schalten und 320, alles klar, 30. Hui. Okay, KI ist ein Geschmeidige bisschen. Lol, 350. Alter, der i8, what the fuck? Leckt ein bisschen. Ist mega schief gesprungen, mega schief aufgekommen. War schneller als ich. Sagen Doppelsieg keine. Ja. Wie gut hast du die KI eingestellt? Unschlagbar Ich oder? glaube auf unschlagbar, ja. Man sieht, ist unschlagbar. Oh Gott. Sorry. Ah, ist gut. Das habe ich nicht gewollt. Ah. Natürlich war es gewollt, ja. Nein. Ist ja nicht so wie in GTA, wo alle Rahmen oder im anderen Modus von Forza, weil sie im Online-Rennen. Kommt hier der zweite beim Drag Race Rahmen. Alter. Okay.
Das sollte auch mal schalten. Wäre nicht schlecht. Ja, im Drag Race zu rammen, da muss man schon richtig krass für sein. Ja. Ja, aber leider einige, die so krass sind. Das würde ich ja nie tun. Tom hat mich in der Party eingeladen. Blau. Alles gleich, machen wir einen Abgang. Aber macht nichts. Uns hat, glaube ich, noch ein bisschen verbessert. Ja, Rennen war ziemlich leicht, würde ich sagen. Ja. Doppelsieg hier. Sind generell gerade noch relativ leicht. Habe ich so das Gefühl. Relativ leicht. Erstes Rennen war ich letzter. Ja, gut, das zweite war ich vorletzter. Ja, aber. Und ein Erfolg. Wir haben schon so ein bisschen das Spiel schon gespielt, ne? Die ein oder anderen Stunden. Ja, 20.000 EP. Kann ich machen. Stufenaufstieg. Gibt's drei Sterne für oder drei Medaillen halt? Oh, drei Medaillen. Läuft. So, nächste Runde noch vier Medaillen. Das heißt noch theoretisch zwei Events, mindestens. Oder noch eine Löffelliste. Wenn es noch eine gibt. Aber keine vier Sterne. Denke ich mal. Ja, aber zwei halt. Ja. Ist egal. Ein Rennen und. Oder. Ein Rennen und PR-Stunts hier mit Blitzer und so? Ja, könnte man auch machen. Wird schwierig. Hier, irgendwo, hier oben ist noch einer, oder? Ja, der hier. Der hinter uns. Wo wir auch schon lang gefahren sind. Ja, der hinter uns also. Ja. Ja. So, mal wenden hier. Halten unter Zügen. Cheater ist viel schneller als ich. Ich denke mal, zwei Sterne sollten drin sein. Bevor du da lang fährst, voll. Nee, du musst hier. Oh Gott, ja. Sehr gut, Kai. Und tschüss. Vielleicht von der anderen Seite ist einfacher, oder? Bestleistung? Anders zwei Sterne, ich hoffe doch. Nein. 7 km mehr, wow. Das mache ich nochmal. So. Ich werde aber mal von hier. Ich bin von links. Zwei gleich. Sterne. Links. Gut, ich brauche noch eine Medaille, dann bin ich schon wieder Stufe hoch. Alles klar. Ich bin gerade zu dumm. Ach, kann man mehr. Meine Güte. Ja, das schaffen wir heute noch, Leute. Keine Angst. Komm aus dem Park hier. So. Also du musst mindestens 200 für 3 Sterne. Mit dem Bank glaube ich nicht. Ja, nee, mit den Autos, die wir fahren sowieso. Das soll gereicht haben, oder? 162 brauchst du. Ja. Mindestens. So. Das heißt noch theoretisch ein Rennen auf 3 Sterne. Dann haben wir die nächste Runde schon. So, welches Rennen machen wir denn? Diesmal würde ich sagen, suchst du aus. Wir haben ja quasi zwei Rennen zur Auswahl. In Thrill City. Da ist ein Gefahrenschild. In der Stadt oder wie? Rechts neben dem Rennen. Halfpipe. Und eine Driftzone. Oh. Strandschlacht, ja. Gut. Ich würde sagen, wir nehmen Halfpipe das Rennen. Ja. Fahren? Wir fahren hin und machen dabei noch das Gefahrenschild. Oder ist das da auf dem Weg oder ist das die andere Straße? Ich weiß gar nicht. Werden wir sehen. Wir fahren hin. So. Ist ja nicht weit. Ja, das sollte die Straße sein. Immer dieser Regen, ey. Ist überall. In echt war es aber ganz schön. Ja. Das Gelände sieht ziemlich nett aus. So, jetzt mal, wenn man so ein paar Bahnen hier sieht. Kann sich schon mal gönnen. Wird ein Spaß, hier die ganzen EP-Schilder zu suchen. Oh Gott, ey. Gibt auch wieder EP-Schilder. Also weißt du das? Ich wusste das noch gar nicht.
Ja, 25 Stück gibt es Ja, insgesamt. noch keins gesehen. Ich habe hier vorne eins, das kann ich dir ja gerne mal zeigen. Ja, von mir aus. Ich lerne EP-Schalter Ich glaube. gerne, weil ich brauche halt EP. Ich bin halt Low Level. Ja, definitiv, Wow. okay, pass auf. Hast du was gesehen? Ich habe nur gesehen, dass du auf einmal auf dem Kopf lagst. Ja, das ist richtig. Wir müssen hier mal runter. Okay. Oh, okay, nicht hier. Ein bisschen früher. Hier kommen Steinchen. Steinchen, ja. Ein kleines Steinchen, ne? So ein halb Meter groß. Oh, süßes Steinchen. Du bist aber ein süßer Stein. Und zwar hier. Ey! Das meinst du, ich fahren? Ey! Gar nicht mehr. War echt nicht. Nee, du bist durchgefahren. Und das tut mir leid. Aber ich habe jetzt die Wusste ich nicht. Location. Ja, das ist das Wichtige. Ich frag mich, wo die anderen Dinger sind. Ja, woanders, ne? Bringt die Schatzkarte was für hier? Für, ne? Ich glaube Die nicht. Ich Schatzkarte glaube, wir hier gehen auch nur ins was? normale Spiel. Gott. So, na, da geht's hier. 3 Kilometerchen. Danke, Kann mir danke, danke. vorstellen, hier. Ich guck mal kurz, was hier kann. Ich kann es mir so vorstellen, dass hier drunter was ist. Oh ja, Steine. Und ist da was? Nö. Hat sich gelohnt. Schade. Ja, Naja. gut. Weniger Man denken. stellt also wieder cool noch. Auch neue Löffel ist, finde ich auch cool. Wie viel das weiß ich gar nicht. Irgendwann so 5 bis 10 werden es sein. Diese komischen Beschleunigungsbänder, die klingen aber echt komisch. So, 35 Straßen entdeckt. Läuft. Aber eventuell dezent mehr. Oh Gott. Oh. Alter! Ja, der hat mir Feuer mitgegeben, Der hat ja. dabei gegeben, ne? Aber ein bisschen. Hier unter in der Höhle kann ich mir vorstellen. Erstmal gucken. Okay, hier noch ein Gericht Schild, über okay. Steinfund. Oh. Ich guck mal, was hier ist. Oh. Ah, hier ist ein Schild. Ach, Boah, toll. 20.000, geil. Ja, toll, danke. Ja! Ich hab ein Bierspin. Erstmal kurz einlösen. Zack. Ich kann gewinnen den Ford Ute Horizon Edition. Hätte ich nicht. Geld, Geld. Ja, 90.000. Geht doch. Ja, das Wollen wir Auto, das denn bringt mir in, Glück. wenn du in einer der nächsten Folgen auch den Schollen von kriegst, wollen wir den dann direkt suchen? Ist noch ein Schild. Das kann ja wohl nicht wahr sein und das andere ist hier immer noch nicht respawned ist. Goddammit. Ja, ich würde sagen, den suchen wir dann gemeinsam, ne? Wenn wir das durch beide haben. Ich meine, du hast das ja schon, aber ich halt noch nicht. Könnt ihr dann so eine Challenge machen, wer den zuerst findet? Aber gerne machen. Ist das überhaupt Aha. richtig? Ich glaube nicht, ne? Wir müssen oben Nee, lang. nee. Ja. Nein, wir können hier vorne wieder auf die Strecke und dann gleich links. Da kann ich ganz sicher schon aus. Ja. Fotografisches Gedächtnis und so. Nur nicht in der Schule. Da, wo du es dann wirklich brauchst, hast du es natürlich nicht. Ach, Ach, bist doch ein Einserschüler. Also jetzt an natürlich. der Stelle nach dem Komma. Aha. Ah, kommt echt gut hin. Ja? 6,18 gibt's gar nicht. Verdammt. Kein Oh, Einserschüler, weil es auf der Driftzone. 6,1 steht. Und auf der einzige. Das Zeig dein Reifenquietschen Bestes, klingt ziemlich Fabian. komisch. Driftzone? 60.000 brauchen. So, wusste ich gar nicht. Hätte gar nicht gesehen, dass hier eine Driftzone ist. Ach, da links ist der Monster Stunt. Ja, rechts meine ich von uns. Monster Stunt? Ja, mein Gott, jetzt. Meine Bestleistung, Ich in Alter. GTA. Krass, ey. Juhu.
Direkt 3 Sterne, sagst du? Weniger ja, als ein Stern. Direkt 3 Sterne. Das ist ein komischer Streifen, warte mal. Jetzt mal so langsam drüber. Wow. Bringt nicht so viel. Ich glaube aber, die Beschleunigung ist höher. Ja, das ist klar. So. Ich würde sagen, das zweite Rennen, lange noch geplappert. In der nächsten Runde. Oh. Kriege ich schon wieder A-Rennen. Ja, ist er doch A-Rennen. Nein, nächste Runde kriege ich wieder A-Rennen. Ja, ist die Karriere vielleicht doch ein bisschen länger. Ist doch schön. Ja. Wenn es ja nicht nur 2 Rennen pro Kategorie sind, wäre, glaube ich, ein bisschen lame. Mhm. Oder starte mal. Oh, das war mal knapp. So, schließen Sie das Rennen ab und das Ziel ist Geschwindigkeitsziel von 257 Kilometer pro Stunde. Was ist denn das bitte für eine Hot Wheels Kampagne? 2 Runden Alter 3 plus. Muss ich jetzt älter als 3 sein, um das spielen zu können? Alter 3 plus, was? Steht da? Ja, da steht Alter 3 plus, steht da ernsthaft. Okay. Du bist aber noch nicht 3 Jahre alt. Darfst du nicht spielen. Husch, husch. Hot Wheels ist zu brutal für dich. Ja. Sind nackte Frauen im Spiel. Drogen. Waffen. Du wechselst ja gerade Forza mit GTA. Nein. Ach so, wenn du willst, können wir ja gerne mal mit GTA irgendwas zusammen aufnehmen. Ich glaube eher weniger. Warum denn? Es gibt gerade doppelt Geld auf Heist. Ich würde sagen Pacific Standard, ne? Mit Mark. Ich glaube, der dreht dir den Hals um. Warum denn? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß ja nicht, die eine. Der einen Versuch, 7 Stunden oder was das da war, ach. Ja. Jetzt mal für die Zuschauer, wir haben jetzt mal heiß gemacht, also ich jetzt und Leute von mir, also unter anderem auch Kai und Marc. Das ist der. Strich, Predator, Strich. Oder IL, glaube ich, heißt das denn. Und wir haben den Pacific Standard heiß gemacht. Wir saßen an diesem Tag, glaube ich, 7 Stunden daran, den zu machen. Wir waren quasi in der Endsequenz, wo man mit diesem Boot halt, glaube ich, Richtung Meer fährt. Und dann hatte ich einen Disconnect. Ich glaube, für die nächste Zeit, für wie auch über einen Monat, ich weiß gar nicht, hat mich Marc relativ stark gehasst. Das ist richtig. Ich meine, ich kann mir vorstellen, warum, aber ich kann nichts dafür, wirklich. Oh Gott, ich mache einen Aufgang. Hui! Alles deine Schuld, Fabian. Ja. Männer können ja nicht 2 Sachen gleichzeitig machen, nicht gleichzeitig reden und auch hier zocken. Ja, das geht nicht. Ich mach noch einen Abgang. Leute! What? Okay. Ja. Du machst das geil. Das Rennen ist aber relativ kurz. Habe ich die Geschwindigkeit überhaupt? Ich weiß gar nicht. Oh Gott. Soll ich aber eigentlich schaffen. Ist hier auch die KI wieder. Ja, ist eine vergleichsweise kurze Runde, aber ist auch nicht schlimm. What the fuck, ey, der Sound. Alter. Ganz auf der Scheiße, ich weiß nicht warum. Wollen wir dann noch ein PR sein oder noch ein Rennen? Ich muss mal gucken, wie lange die Folge ist. Also die Aufnahme sagt gerade 25 Minuten. Ich würde sagen, wir machen erstmal gar nichts mehr. Ach, Mello. Ja, okay, ich würde sagen, ein PR Start geht noch. So glücklich bin ich jetzt wieder, Kai. Na. Heißt ja bis morgen kein Forza spielen. Warum? Ja. Aufnahmen und so. Ja, wir können ja morgen aufnehmen, wenn du möchtest. Ja, ich kann jetzt aber nicht weiterspielen. Kannst du theoretisch schon. Tue ich aber nicht. Weil du so ein geiler Freund bist, ne? Oh, verpiss dich, scheiß Auto. Ein Vierter, Alter.
Oh, nice. Komm, ich will das Ziel schaffen. Das Ziel schaffe ich nicht. Weiß ja echt. Ich finde es ja echt blöd. Man kann ja einfach die Vorbestellerautos nicht auswählen. Mhm. So. Immer noch Fünfter oder Vierter? Ich weiß gar nicht. Fünfter. Fünfter. Naja, trotzdem Teamleistung super. Natürlich hauptsächlich nicht dank mir. Aber ist das sowieso scheißegal. Eben. Geht gewonnen Spaß. Ist gewonnen. Es geht um Gewinnen. Und ums Geld natürlich, ne? Wenn die Folge nicht mindestens 20 Millionen Klicks hat, dann höre ich auf mit YouTube. Wisst ihr Bescheid. Also wenn morgen keine Folge mehr kommt, dann kennt ihr den Grund. Also nie. Oh, okay. Nach 25 Medaillen kriegst du dann S1. Ja, hast du jetzt wahrscheinlich gerade erst die neuen Rennen. Drück mal Start. Warte mal, ich muss jetzt mal hier fertig laden. Ja, kommt erst, dann geht noch. Wollen wir hier den Sprung machen? Hier würde ich sagen, ich drücke mal kurz Start oder gehe auf die Weltkarte. In Ordnung. Es stehen nun frisch gebaute Strecken. Ja, ich hätte reingewählt. Wie fühlst du dich, Boss? Etwas schwindelig? Fühlst du dich, Boss? Ja, ich fühle mich ganz gut eigentlich. So ein Fahrenschild, das meinst du, ne? Das ist hinter uns. Wieso? Hä? Ich war doch richtig eigentlich. Bei nächster Gelegenheit wenden. Das hier. So, also, GPS sagt mir an, ich muss anders so lang. Ich meine das hier rechts. Ja, das meine ich auch. Das ist eine Rampe rechts, Kai, guck mal. Sag grad nicht. Wir müssen hier nur irgendwo runterkommen. Deswegen schickt uns das Navi woanders hin wahrscheinlich. Ich fahr mal nach Navi. Ah. Ich bin mal ein Gangster. Ist mir egal, ich war nach Navi. Such mal nach Schildern, die du dann nicht kriegst. Okay, Navi sagt mir gerade was ziemlich komisches. Ah, EP-Schild. What the fuck? 1000 EP. Alter. Was will mein Navi von mir? Ich fahr hier lang, ganz einfach. Okay, das Wasserfahren geht. Ja. Ich nehme mal ein bisschen Anlauf, würde ich sagen. So. Komm, wir fahren mal von hier hinten lang. So, wir fahren eine Straßen, 41, passt soweit. Ich hoffe auf 2 Sterne. Hallo. Und hopp. So, 102,79 Meter. Eine Bestleistung natürlich. So, was kriegen wir denn? Wir kriegen 2 Medaillen. Immerhin. So, das, dich mache ich nass. So, was braucht man denn für 3 Medaillen? 122 Meter. Nein, 119, verdammt. Du hast mich geschlagen, aber hat noch nicht 3 Sterne. Mein Fest hat auch nur erst 3. Also, dann willst du nochmal machen? Natürlich. Komm, wir machen. Einmal machen wir noch, ja? Ich will die 3 Sterne nehmen. Medaillen. Ja, es ist das gleiche für mich. Sterne, Medaillen oder Punkte. Ihr wisst ja, was gemeint ist. Warte, ich komm nochmal nach hinten. Bei Großfahren. Alter. Oh, du musst aber viel anlaufen, ne? Da muss ja auch sicher klappen, ne? Ich werde 3 Sterne bestimmt nicht schaffen. So. Ich kann auch hier durchfahren, theoretisch. Ja. Ja, 107,66 Meter, wird nicht mehr. So. Wir stehen hier. Reicht leider nicht für 3 Sterne. Naja, ich würde sagen, die nächsten Rennen machen wir dann wieder in der nächsten Folge. Oder? Würdest du auch sagen, Kai, ne? Ja, würde ich genau so sagen. Natürlich, ne? Natürlich musst du mir gehorchen. Und nur das machen, was ich will. Weil ich bin hier der Herrscher. Mhm. Du bist Anführer in der Lobby, aber ich bin an sich der König.
Ja, Fabian. Komm zum Schluss. Okay, ja. Dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen und hoffen, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen. Mit vielleicht auch noch anderen Autos. Werden wir mal sehen, was wir da fahren werden. Was geil ist, denke ich mal. Wenn Hot Wheels sind an sich geil, also soll der die immer geil werden. Und dann würden wir sagen, ciao. Tschüss.